unseren nächsten Ausrüstungsgegenstand habe ich mir den Chris dazu geholt. Der war so lieb und hat einmal ein Wingjacket angezogen. Die Besonderheit bei diesem Jacket ist, dass der Auftriebskörper hier hinten liegt. Wir hier die Begurtung haben und nur die Bleitaschen an den Seiten befestigt sind. Das heißt, wir haben total viel Armfreiheit, dass man sich unter Wasser trotzdem noch komfortabel bewegen kann. Wir haben hier einmal den Inflatorschlauch, über den roten Knopf geht die Luft rein, über den silbernen Knopf geht die Luft raus. Die Begurtung ist auch hier ganz einfach gehalten. Wir haben hier vorne einmal einen Clipverschluss. Hier vorne die Begurtung ist zu öffnen, indem man den Gurt nach vorne zieht und die Schnalle öffnet. Es gibt verschiedene Schnellablässe, um ein schnelles Abtauchen zu ermöglichen, wo die Luft schnell entweichen kann. Hier haben wir das ADV-Jacket. Das ist das Jacket, wo die meisten Anfänger mit beginnen. Hier haben wir den Auftrieb nicht nur hinten, sondern eher hier in diesem Bereich gelegen. An dem Jacket ist auch noch ganz nett, dass man ein paar Taschen hat, wo man noch mal was reinstecken kann. Zum Beispiel für den Ausbilder ein Stückchen mehr Blei, damit der Auftrieb ein bisschen besser zu regulieren ist. Da kommt man halt viel schneller dran. Die Begurtung, seht ihr schon, ist hier etwas anders als bei dem anderen Jacket, was ich euch gerade gezeigt hatte. Da haben wir ein bisschen mehr Einschränkungen in der Bewegung. Trotzdem haben wir auch hier wieder den Lufteinlass, den Luftauslass, verschiedene Schnellablasssysteme. Hier haben wir noch einen Klettverschluss drunter, dann den Clip hier unten und den Clip hier oben. Bei dem ADV-Jacket haben wir den Vorteil, dass es viele verschiedene Lagen erlaubt. Da haben wir nicht nur die Lage, bei dem Wingjacket liegen wir so im Wasser, bei dem ADV-Jacket haben wir halt die Möglichkeit, so und so zu liegen. Das ist für die Anfänger meist ganz angenehm, weil die nicht das Gefühl haben, dass sie vorne überkippen. Deswegen raten wir meistens den Anfängern zu diesen ganz normalen ADV-Jackets. Nun wollen wir für den Chris das passende Jacket finden. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie es aussieht, wenn es mal nicht richtig passt. Wir haben hier einmal die Begurtung, die passen sollte. Ihr seht, das ist alles schon ein bisschen schmal. Es geht so gerade eben zu. Ist nicht optimal von der Passform. Ich denke, dieses Jacket ist für den Chris einfach eine Nummer zu klein. So, jetzt hat der Chris ein anderes Jacket einfach mal anprobiert. Andere Firma, anderer Hersteller, andere Passform. Hier sieht man, glaube ich, schon auf den ersten Blick, dass es dem Chris doch ein bisschen zu groß ist. Hier oben ist auch die Begurtung zu weit. Wir haben hier nicht den richtigen Pass. Unter den Armen ist sehr viel Platz. So, der Chris probiert gerade das nächste Jacket an, das jetzt hoffentlich passen wird. Wir schauen mal, wie es aussieht. Wir sehen schon hier bei der Begurtung unten, das passt diesmal optimal. Schön ist auch, dass man das hier noch ein bisschen einstellen kann. Er hat es gerade ein bisschen locker gehabt, aber hier ist die Begurtung gut, dass man das noch ein bisschen straffen kann. Hier oben haben wir noch den Clip, der ist auch noch zu schließen. Das sieht auch super aus. Und genau die Begurtung noch runterziehen. Ich schaue mal, wenn man einen ganz einfachen Trick macht, ob es passt. Einfach einmal hier runtergreifen und wenn ich dem Chris das nicht über den Kopf wegziehen kann, sitzt, ist eigentlich super. Ne? Also hier ist die Passform optimal. Chris passt super rein, es ist alles drin, es ist alles gut verschlossen. Wir haben nicht zu viel Spielraum, aber auch nicht zu wenig. Das passt echt gut. Boot Düsseldorf. 360 Grad Wassersport erleben.